Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Isle mit Chris. Hallo. Hallo. Mehr Motivation, Mann. Nee. Hab ich muss schauspielern. Ich wollte gerade Englisch reden. So, ihr seht es schon. Ja, alles wieder kacke. Alles weg. Wipe. Der Cerato ist weg. Und wir machen jetzt als Dilopho weiter. So. Mal gucken, wie schnell der dann jetzt wächst. Und wir sind im Redwood. Ich habe die Nachtsicht übrigens schon an. Okay, du musst auch nur bis 0,65 kommen, ne? Mit 0,5. Oh! Ja gut, für den ersten Tick, ne? Ja. Dann kommt noch einer wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der... Soll der die beste Nachtsicht haben. Und das können wir ja jetzt mal testen. Ja. Ist zwar noch hell, aber ich mache die trotzdem schon an, die Nachtsicht. Irgendwie sieht es ganz cool aus. Ja. So, du bist auf jeden Fall auch irgendwo im Redwood. Hm. Schrei mal. Nee, schau du. Ah, sehr leise. Da hinten bist du. Oh, ich finde dieses Gurgeln so geil. Mega nice. Warum? Was cool ist. Achso. Oh, ich habe einen Kadaver. Boah, meine Performance ist ein bisschen kacke. Ich hab hier richtig gut gerade. Meine Performance ist AA. Schlimme ist, ich rieche den Kadaver jetzt gerade nicht. Das ist hier deaktiviert, ich habe auch keine Spuren beim Snipen. Doch, jetzt habe ich... Jetzt, ich sehe ihn. Okay, dauert ein bisschen anscheinend. Oh, oh. Bin wahrscheinlich gleich tot. Okay. Fängt ja super toll an, yay, cool, yeah. Irgendwas Großes läuft hier nämlich. Okay. Aber ich muss auch nicht unbedingt was essen. Ich hau ab. Schnell weg. Ach, schön. Ah. Ist so groß, der Wald. Ist unglaublich. Oh, schade. Wir hatten so schön eine Wasserstelle und alles. Ach, Mann. Du warst kurz vorm Sub. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Sub gibt überhaupt. Ich glaube, man hat nur einen Grow-Tick und dann wächst man nur noch. Ich weiß es nicht. Wow. Wow. Och Mann. Was denn? Was Motivier denn? Dich. Nein. Okay. Dann schweigen wir uns jetzt an. Ja, finde ich gut so. Okay. Einfach nur Gameplay. Richtig. Und Bingo war sein Name. Verdammt, ich muss pinkeln. B-I-N-G-O-P. Oh, ich komm. Nachtsicht ist echt viel weiter bei ihm. Die Nacht ist aber auch nicht mehr so dunkel, auf jeden Fall auf der anderen Map. Die ist mega hell. Auf welcher anderen Map? Auf der neuen Map. Hat die Nacht der zweiten neuen. Ja, die Nacht ist war da mega hell irgendwie gefühlt. Also okay. Wie jetzt. Also hier war halt nicht so finster schwarz, sondern irgendwie hell. In der letzten Folge war es ja richtig, richtig schwarz. Oh, ich höre dich. Pass auf. Da geht ihr bei einem ab, bei dem, wa? Bei dem. Ich finde das in der Ferne so creepy, wenn der schreit. Die Nachteulen. Aber er hat einen viel, viel weiteren Radius um sich rum. Sieht man gleich. Der Cerato hat, glaube ich, auch nur so 10, 15 Meter gehabt und der hat eine... Ja, 128 Menschen auf diesem Server. Ja, ohne Regeln, Leute. Ich frage mich, wo die Leute sind. Ich stolziere um mich rum, ich umgarme dich. Oh, wie schön der, warte. Was so. Und gleich kommt irgendwo so ein Giga und killt uns beide. Warte, wir sind ja Rivalkampf. Ach schade, er macht die Arme nicht so auseinander. Ja. So. Doch, muss stehen bleiben dabei. Ach so. Guck mal. Ja, okay. Das mit dem Stolzieren ist geil. So bereit für die Paarung. So, jetzt geht meine Performance gerade runter, aber ich glaube, das liegt daran, weil die Sonne untergeht.
hast du immer diesen komischen Tag-Nacht-Wechsel und dann wird's ja besser. Ja? Ja. Bist du sicher? Okay. Jetzt müssen wir bloß noch das Wasser erschnüffeln können irgendwie. Weil die können ja auch theoretisch Wasser riechen, die Tiere. Oh. Aber es ist trotzdem beeindruckend, wo die alle sind, ne? Ja, ich wahrscheinlich nicht hier. Wahrscheinlich pimmeln sie, wenn es noch diese drei Seen gibt, weißt du? Die Triple-See ist wahrscheinlich... Es soll tatsächlich viel mehr Wasserflächen jetzt geben. Ja? Und diese kleine, wo wir die letzten Folgen rumhingen, das war ja auch so eine kleine Sumpffläche. Die sieht bei Tageslicht übrigens sehr schön aus. Aber konnten wir ja nicht sehen. So, wie sieht's mit deiner Nahrung aus? Richtig gut. Ja, hab ich auch. Also das läuft. Verhungern wahrscheinlich sowieso. Leuchtet irgendwas? Wo ist ein Sniffen? Irgendwas leuchtet da hinten. Ich sniffle. Aber irgendwie geht das gerade nicht. So funktioniert das Sniffeln bei dir? Ja, der braucht ziemlich lange. Muss einen Augenblick gedrückt halten. Mach ich schon, jetzt. Ja, es dauert wirklich lange bei ihm. Alter Schwede. Oder ist das ein bisschen buggy im Moment? Weil der Alu hat auch nicht eine richtige Schnüffelanimation, ne? Nee, der macht das ganz kurz irgendwie. Der macht einfach nur... Ich glaube, die ist noch nicht fertig, oder? Kann sein, dass der noch nicht fertig ist, der Alu. Ja. Wie gesagt, Leute, nochmal... Kano? Nochmal zum Verständnis, Leute, das ist Development, was wir spielen. Die ganzen Inhalte, wenn die hier richtig laufen, deshalb gibt es auch öfter mal Wipes. Na, aber wenn das hier alles vernünftig läuft, dann wird das ins reguläre Spiel auch reingepatcht. Aber vorher nicht. Also wer das hier alles testen möchte, muss das Spiel auf Development umstellen. So. Anders geht es nicht. Und wir sind auf dem offiziellen Dev 4 Server. Ich blende es ein. Und wie gesagt, wir bleiben auch im... Ich glaube, da hinten ist Wasser. Wir bleiben auch im Development-Modus, damit wir immer die neuesten Inhalte gleich bekommen. So. Also ich wechsle hier nicht mehr raus. Ja. So kriegen wir das natürlich dann alles vorher Wasser, schon. Bis wir gekickt werden. Dann. Richtig. Aber ich glaube, ihr könnt noch wechseln. Ich glaube, einer hatte geschrieben, der kriegt eine Fehlermeldung, wenn er wechselt. Ich weiß es nicht. Ich bleibe auf jeden Fall drin, weil so hat man das ganze Zeug schon vorher und kann das auch testen dementsprechend. Und kann dann auch gleich eine Meinung zugeben. Die Büsche bewegen, wenn man durchläuft, ne? Das ist neu jetzt. Das Gras und alles bewegt sich jetzt, ja? Das ist neu. Das ist mir aufgefallen, wo ich für den Alo das Video gemacht habe. Also muss er wieder gepatcht haben zwischendurch. Hat er auch. Das ist definitiv neu, deshalb auch gewiped wahrscheinlich. Ich finde das ganz cool jetzt mit dem beweglichen Büschen. Aber der Alu ist so schwach. Aber der sieht so gut aus. Ja, aber der Alu kann nicht mal einen Diablo töten. Nein, nicht ausgewachsen. Shit. Der hat mich zweimal getroffen, ich war tot. Also da muss er unbedingt noch ein bisschen was machen. Ja, du hast auch keine Chance gegen den Cerato. Ja. Er sieht halt cool aus, ne, aber... mega gut cool, aus. Aber kann halt nichts. Ich würde ihn so wie den Alberto machen. Bisschen schwächer noch. Alberto finde ich stärker. Vielleicht so eine Mischung aus Cerato und Alberto irgendwie so ein bisschen, aber so ja, schwach war der. Der kleine Cerato hat ja schon so viel Leben bekommen, ne? Ja. Dann müsste der Alu, weil der Alu ist ja auch... Weiß ich als wenn sie die getauscht haben, ne? Ja. Die Stats vom Alu auf den Cerato. Weil der Cerato konnte ja nun gar nichts. Und jetzt ist er kann wahrscheinlich der Alu nichts. Und wahrscheinlich dauert das jetzt auch 5 Monate, bis der Alu gebufft wird. Oder wenn er nochmal überarbeitet wird. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er mir zu schwach. Oder ich würde den Alu, würde ich so auf Kano-Niveau ungefähr. Würde ihn noch stärker machen als den Kano. Bisschen stärker noch, ja. Das würde, glaube ich. Wenigstens was reißen kann. Also wenn du nicht mal einen nicht ausgewachsenen Diablo töten kannst, ne, dann was willst du dann jagen? Das ist richtig. Ich nehme einen Dilo raus, ne? Was? Ja, ein Dilufo kann einen Alu killen. Mich hat ein Dilo gekillt mit 4 Bissen. Ernsthaft? Ja. Der hat mich gebleedet und dann, du heilst so schlecht als Alu. Und er bleedet dich einfach tot. Also das ist wirklich ziemlich schwach. Also als Dilofo finde ich, ist so auf dem Raptoren-Niveau. Ja. Ungefähr. Aber der Alu ist doch viel größer als der Dilofo. Naja, deswegen. Also muss aufpassen. Wenn er dich von hinten erwischt, dann bist du kaputt. Wir gehen gerade raus aus dem Redwood, ne? Mhm. Ist hier Nebel? Hier ist Nebel auf dem Boden, ne? Gefühlt, ja. Ja, der guckt ein bisschen weiter als die anderen, ne? Siehst du das? Viel weiter, ja.
Ist scheinbar wirklich ein kompletter Nachträuber. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass du welche hast, die dann wirklich nachts jagen gehen. So wie fast eigentlich alle Raubtiere. Ja, lohnt sich jetzt auf dem Server hier einfach noch nicht, glaube ich. Du hast hier wieder alles zusammensitzen, ne? Keine Ahnung. Ist ja so. Hui. Oh nein, es ist noch hell draußen. Das irritiert mich. Hier ist alles leer jetzt. Ja, wo sind denn die Leute? Wo gehen wir hin, Marlin? Ich suche eigentlich Wasser. Ich muss pinkeln. Das ist so. Du musst pinkeln? Ja. Okay. Also weit nach vorne kann ich jetzt auch nicht gucken. Ich weiß nicht, was vor uns ist. Könnten normale Bäume sein? Aber ich fand, es war mit dem Cerato gefühlt dunkler, oder? Also richtig schwarz. Also mach mal die Nachtsicht aus, da siehst du genauso gut fast. Ja, aber mit der Nachtsicht ist das schon... Ja, klar, aber wenn du mal als Vergleich machst, wenn du die Nachtsicht aufmachst. Ich finde so, da hat er wieder rumgeschraubt, ne? Kann das sein? Kann sein, weil die Nacht war ja sonst völlig schwarz. Finde ich aber okay so, weil ist ja auch so. Na, ein bisschen was sollte man schon sehen können, ja. Ja, aber... Ne? Was ist das? Die neuen Environment Sounds. Schnüffel. Oh, die Sterne sehen cool aus jetzt. Mhm. Noch nie so aufgefallen. Die funkeln. Müssen wir so lange schnüffeln, weil wir noch so klein sind? Oder hat er da irgendwas verändert? Alter, okay, jetzt. Wow. Siehst du irgendwas? Vielleicht dauert das Schnüffeln ja wirklich länger. Also ist kürzer, wenn wir erwachsen sind. Weiß ich nicht. Beim Alu ist auf jeden Fall... Weißt du, einmal so, er zieht einmal eine Nase. Ja, dich sofort in der Nase. Deswegen kann der auch nichts ab. Ja. Der schnüffelt zu stark. Ja. Der ist schon ganz K.O. wegen den ganzen Gasen, wegen den Vulkangasen und so. Weißt du? Und den Abgasen von den Dinosauriern. Von den Sauropoden. Jetzt ist hier so ein ekliger Grauschleier in der Nachtsicht, ne? Mhm. Die Nachtsicht ist ziemlich hell wieder. Oder das ist halt nur beim Dilophor jetzt so, ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall kann er weiter gucken, besser und dichter ist alles so matschiger. Irgendwie ganz komisch. Jetzt, ne? Gott, wenn ich wüsste, wo hier Wasser ist. Ja Gott, wenn ich wüsste, wo hier überhaupt irgendwas ist. Ich höre gar nichts. Oh, Steine, Achtung, nicht das Beinbruch. Ja, ja, auch schon eben gedacht, Beinbruch. Beinbruch! Guck mal, auch die Büsche bewegen sich, wenn du da durchläufst jetzt. Ah, die Bäume nicht. Ja, aber die Büsche. Ja. Ja, ist cool. Ist trotzdem irgendwie unheimlich, weiß ich nicht. Aha. Okay. Bist du wieder auf den Kopf gefallen oder was ist los? Ja, das passiert mir öfter. Ja. Ja, Leute, das passiert so im Alter, ne? Ihr lauft ganz normal und dann fallt ihr hin. Ja, genau. Ist klar, beim Einkaufen und so, ne? Fährst du ja nur gefühlt. Was war das eben? Ja, das war Baumknarren. Echt? Ja. Ist wieder der Redwood, ne? Ja, wir laufen im Kreis, glaube ich. Das ist nicht so cool, was wir gerade machen. Ne, ich will ja auch wieder zurück. Achso, was willst du im Redwood? Da ist nichts. Da sind gefühlt keine Spieler drin. Gott. Weil irgendwo am Rand des Redwoods war Wasser. Alter, die Geräusche, mega. Creepy. Ich laufe gerade entspannt. Ohne Nachtsicht kannst du echt entspannt hier draußen rumlaufen. Im Redwood siehst du gar nichts. Ja. Achso, hier vorne hast du ja auch das Mondlicht, ne? Mhm. Aber es ist trotzdem mega hell. Ich finde es ein bisschen zu hell. Ein paar Weibchen anlocken, die wir dann killen können. Du meinst, bespaßen. Und dann essen. Also Kadaver sind definitiv wieder drin. Ja? Habe ich gelesen. Ja, das sind überall diese kleinen Torsos, die rumliegen, die hat er wieder reingepackt. Okay. Ich merke. Also da findet man öfter mal welche jetzt. Ja. Hoffe ich mal, dass wir sowas finden. Und Wasser. Ich hatte ja schon einen gefunden, wo ich gespawnt bin. Schwein. Beide gleichzeitig. Zack. Mal eine Nase neben hier. Eine Nase Blumenerde. Kinder macht das nicht zu Hause. Wie ein Blumenerde schnüffeln? Mhm. Okay.
Na, nu komm. Zeigt er gar keine Spuren mehr an? Doch. Bei mir nicht. Okay. Ah, doch, bei mir. Jetzt sind sie da weg. Okay, irgendwas stimmt, glaube ich, mit dem Schnüffeln nicht. Warst gerade abgehackt im TS? Ah, ja. Ist mir egal. Egal, das ist gut. Ja. Irgendwann, genau, ich hatte ja in dem einen Alu-Video hatte ich ja gesagt, dass ich mir wünschte, dass einige Dinos was mit dem Rechtsklick machen könnten. Vielleicht die Beute greifen oder sowas mit den Armen. Und hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, wie wäre es denn, wenn man mit Rechtsklick die Beute packen könnte, also kleinere Beutetiere, und die dann einfach wegtragen könnte. Ich finde das eigentlich eine richtig geile Idee. Ja, ist aber vielleicht. Ja, musst du in der Engine halt umsetzen, dass das richtig funktioniert. Naja, es sind ja Ragdolls, die rumliegen, quasi. Die sind ja beweglich von Haus aus schon. Und dann wird es ja nicht so schwer sein, die dann. Ist die Frage, ob Donny das will. Weil das wäre natürlich. Wenn Donny das nicht will, dann kommt das nicht ins Spiel. Dass man große Beutetiere halt bis zum bestimmten Gewicht ziehen kann. Also die wegziehen kann und kleinere im Maul halt tragen kann. Weil das würde das Spiel dynamischer machen, wenn du jetzt irgendwo nestest, nämlich, wäre das sowieso zu überlegen, weil dann können die Elterntiere losziehen und Beute für die Jungen. Dass du das auskotzen kannst, das Essen. Ja, oder dass du das einfach hinbringen kannst, weil du musst immer Beutetier beim Jungtier haben. Das macht total, ist total unsinnig. Du hast ja auch was erlegt und hast das dahin geschleppt. Das finde ich eigentlich wirklich eine mega geile Idee. Ja. Und vor allen Dingen würden sie nicht alle um so einen Kadaver rumpimmeln, weil der den als erstes erlegt, der kann ihn dann irgendwo anders hinziehen. Irgendwo ein Versteck oder irgendwo anders hinziehen, weißt du? Das wär echt dynamischer, das Spiel dann. Na, vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, so schwer ist das nicht. Weil es ja keine statischen Objekte sind, die umkippen. Ich sag's dir schon, wir sterben den elendlichen Hungertod. Oder verdursten. Ja. Letztes Mal haben wir auch Schwein gehabt. Ich weiß gar nicht, wie groß der Redwood ist, wie viele Redwoods es hier überhaupt gibt. Ich guck nur einen. Wir müssen nur dieses Fliegengeräusch finden. Schnüffeln. Jetzt sehen wir noch einen kleinen Raptor. 128 Leute müssen ja irgendwo sein. Survive Knights. Ah, jetzt sehe ich die Spuren wenigstens, okay. Aber im Dunkeln sieht man das besser mit den Spuren. Ja. Gut, und ob wir überleben oder nicht, sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin und der Chris. Tschüss. Mhm.